Atmet, dann öffnet nur Mund, aber versucht das ohne Stimme machen, ja? Wir sind heute im Pfarr- und Jugendheim im Katholischen bei einer Chorprobe der Liedertafel unter der Leitung der neuen Dirigentin Frau Rita Michelson. Wir machen zusammen, mein Kollege und ich, den Jahresrückblick für die Stadt Eschenbach. Und normalerweise machen wir keine Interviews, aber heute machen wir die Ausnahme bei Ihnen. Was glauben Sie, warum? Was die schönste ist. Oh, was glauben Sie, warum? Weil vor diesen Männern ist noch keine Frau. Genau, so ist es. Vor diesem Männerchor, der immerhin über 100 Jahre besteht, stand noch nie eine Frau vorne und hat dirigiert. Und deswegen kommen natürlich heute auch, weil das natürlich eine tolle Sache ist, dass es jetzt nach über 100 Jahren gelungen ist, auch mal eine Frau vorne hinzustellen und die ganzen gestandenen Männer müssen alle auf sie hören. Hören sie auch immer auf sie. Ja, schon, kann ich so sagen. Ja, dann ist es gut. Sie wurden ja schon mal von, er ist leider heute nicht da, vom ehemaligen Bürgermeister Robert Dotzauer in der Zeitung vorgestellt. Aber wir möchten natürlich auch ein paar Dinge von Ihnen wissen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Ihren Namen anschaut, dann ist es so, Sie kommen nicht aus Eschenbach, nicht aus der Oberpfalz, nicht aus Bayern und wahrscheinlich auch nicht aus Deutschland. Wo kommen Sie her? Von Estland. Es ist jetzt so, man kommt ja nicht als Dirigentin auf die Welt und man kommt nicht, und man wird es auch nicht so über Nacht. Was mussten Sie absolvieren, damit Sie sich jetzt da vorne hinstellen können? Ja, ich kann schon sagen, dass ich bin wie Dirigentin geboren, weil meine Mutter auch Dirigentin ist und Vater ist Trompeter. Aber natürlich zuerst musste ich in der Musikschule 11 Jahre lernen und danach im Konservatorium, das ist heute Musikakademie, danach 5 Jahre noch Chor dirigieren. Und jetzt sind Sie in Eschenbach. Also beim Chor, Sie wohnen ja glaube ich in Breslau, würde ich sagen. Gefällt es Ihnen hier mit dem Chor? Oh ja, ich bin ja sehr zufrieden. Sie sind sehr zufrieden. Sie hatten ja schon einige Proben absolviert hier und hatten auch schon einmal einen öffentlichen Auftritt und haben Ihre Schäfchen gut mitgemacht. Oh ja. Für das erste Mal war es schon ganz gut. Für das erste Mal war es schon ganz gut. Eine wichtige Frage habe ich natürlich noch. Sind Sie verheiratet? Nein. Nein, es ist gut und schlecht. Für den einen ist es gut, der sie vielleicht einmal bekommt. Und für die anderen kann es schlecht sein, weil meistens ist es so, dass die Frauen ihren Männern folgen. Wir haben das bei uns drüben in der evangelischen Kirche erlebt. Die Pfarrerin ist plötzlich davon geflogen. Ja, und wir stehen ohne Pfarrerin da. Wir hoffen natürlich nicht, dass das diesem Chor auch passiert. Müssen Sie Angst haben, dass Sie woanders hingehen? Also die nächste Zeit noch nicht. Das ist schön. Ja, wir wollen jetzt die Sache nicht zu lang stören. Wir haben jetzt schon einiges von Ihnen gehört. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir haben draußen mords viel Schnee heute. Und es war ein Wunder, dass überhaupt so viele gekommen sind. Und da bedanken wir uns auch dafür. Und jetzt dann werden wir dann vielleicht noch ein Liedchen oder wenigstens einen Vers eines Liedchens hören von Ihnen. Wir wünschen Ihnen und natürlich den ganzen Chor, weil ja bald Weihnachten ist, schöne Adventszeit. Und
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute. Und etwas habe ich noch für Sie. Moment. Walten Sie Ihres Amtes. Christus.